Und ja, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, kam meine Mutter manchmal ins Zimmer und fragte, "What's that you're writing?" "Poetry?" "Slam!" Was nicht ganz der Wahrheit entspricht, denn bei uns zu Hause wurde überhaupt nicht Englisch gesprochen. Morgens im Spiegel sein Gesicht betrachten und denken, ich bin light, entspricht nicht ganz der Wahrheit, sondern morgens im Spiegel sein Gesicht betrachten und denken, ich bin's, leider. Man entdeckt Falten, Runzeln oder Augenringe oder schlimmer, Verhaltensmuster und Augenblicke, in denen man anders hätte entscheiden sollen, anders hätte erscheinen wollen, als es dann tatsächlich war. Sodass man tagtäglich zwar dieses Spiegelbild auch schon mal sein Aussehen nennt und trotzdem dazu getrieben wird, sich auszumalen, wie es aussehe, wenn man reich geworden wäre. Mit eigenem Teich und Gondoliere, der einen hinüberschippert, seinem Haustier, einem Schimpansen, gibt man Kaviar, dafür spielt der Klavier, begleitet von einem Papagei, der sich äußerst plappergeil beschäftigt mit der Finanzlage unseres Landes und die Brisanz darin eigens behandelt. Es basiert auf Beethovens Für Elise und heißt deswegen bloß Für Elite. Zinsen, 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 Pleite, Pleite, Blank. Zinsen, 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 Pleite, Pleite, Bankrott. Zahlen auf Pump, Zahlen auf Pump, Zahlen auf Pump, Zahlen auf Pump. Zinsen, 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 Pleite, Pleite, Bankrott. Morgens im Spiegel sein Gesicht betrachten und denken, ich entspricht nicht ganz der Wahrheit, sondern morgens im Spiegel sein Gesicht betrachten und denken, ich habe Sand in den Augen. Jetzt mal ganz im Vertrauen. Am liebsten würde ich mir eine verpassen, denn ich bin in einer Verfassung, die man nicht mehr ändert, mit 2/3 Mehrheit, mit 2/3 mehr in den Hintern. Man behauptet vorneweg nur, was erwartet wird, aber die innere Autokorrektur sagt ganz was anderes. Aus Sozialstaat macht man, ach so, tja, Schad und dreht sich weg. Aus Freiheit macht man den Feierhype und putz, 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 dröhnt sich weg. Aus Demokratisierung macht man alte Dämonenaktivierung und thront sie weg. Aus Andersgläubige macht man andersgeläufige System. Bitte anpassen hier zum besseren Verständnis. Das neue Glaubensbekenntnis ist basiert auf Mozarts Eine kleine Nachtmusik und zeigt, wie man die Welt aus Europas eigener Betrachtung sieht. Ich sehe die Not auf dieser unserer Welt, macht ein Foto lieber von mir selbst. Wenn alles eh den Bach hinuntergeht, dann lasse ich nicht zu, dass man mich runterzieht. Also ich grinse lieber in die Linse, wenn ich da nur hinsehe, wird schon alles gut. Die Angst in meinen Augen retuschiere ich am Computer noch zum Mut. Morgens im Spiegel sein Gesicht betrachten und denken, mir langt's, entspricht nicht ganz der Wahrheit, sondern morgens im Spiegel sein Gesicht betrachten und denken, mir lange Zeit, nicht mehr ins Gedächtnis gerufen, wie es wirklich war, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, meine Mutter manchmal ins Zimmer kam und fragte, a stato pischisch, poesio, und ich es hier vorlesen durfte. Wie anders wäre die Welt, wenn folgende Regel gelte, für jeden Po-Erzieler kriegt man was mit der Ferse wieder, aber leider scheint die Welt sich zu scheiden durch Wettbewerb in Poesieger und Verselierer. Vielen Dank. Yeah. Applaus für unseren dritten Winner von Stapel, Dalibor.